Dieses Video ist ein Einführungsvideo zum Thema Network Attached Storage. Richtet sich vor allem an Anfänger, die vielleicht mal was von einem NAS gehört haben oder in der Firma eins stehen haben und nicht so richtig wissen, was das Teil eigentlich macht. Und ich möchte euch hier mal zeigen, dass das auch privat eine sinnvolle Sache ist. Ich habe hier mal das Logo vom NAS-Hersteller QNAP eingeblendet, denn das ist die Marke von meinem NAS und anhand dessen werde ich es natürlich auch erklären. Das ist jetzt ein Bild von meinem NAS. NAS bedeutet übrigens Network Attached Storage, das heißt an das Netzwerk angeschlossener Speicher. Und der Name sagt eigentlich schon viel aus, denn dieser Speicher ist vom ganzen Netzwerk aus zugreifbar. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe jetzt in meinem Netzwerk hier zwei Benutzer und beide haben Zugriff auf das NAS. Was bedeutet das jetzt, dass die Zugriff auf das NAS haben? Naja, wenn ihr mal in Windows in euren Computer oder ich glaube Arbeitsplatz hieß es früher, Computer heißt jetzt, geht, seht ihr dort eure lokale Festplatte. Wenn ich jetzt ein NAS dort angebunden habe, kann ich dort weitere Festplatten anzeigen lassen, nämlich Netzwerkfestplatten. Somit hat man wie gewohnt, wie wenn es eine einfach angeschlossene Festplatte wäre, Zugriff auf den Speicher im Netzwerk. Jetzt ist ja schon das Wort Netzwerk gefallen. Jetzt seht ihr hier eine USB-Buchse an meinem QNAP. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ach, das ist ja ein Speichergerät. Speichergerät kennt man von externen USB-Platten. Nehme ich doch einfach mein USB-Kabel, schließe das an meinen PC an und dann habe ich da eine externe Festplatte. So funktioniert das nicht. Sondern genau so. Die ganzen Geräte, die in einem Netzwerk sind, sind ja per Router verbunden. Das heißt, entweder loggen die sich per WLAN ein oder sind mit einem festen Ethernet-Kabel verbunden. Das NAS wiederum ist auch an den Router angeschlossen, natürlich auch optimalerweise per Kabel. Das NAS meldet sich dann am Router an, sagt, hallo, hier bin ich, kriegt eine IP zugewiesen und alle Geräte aus dem Netzwerk können dann über diese IP-Adresse einfach auf das NAS zugreifen und es können zum Beispiel Netzwerkfestplatten eingebunden werden. Daraus ergeben sich nun einige Vorteile. Man hat für seine ganzen Daten in einem Netzwerk einen zentralen Speicherort. Ich möchte euch auch an einem Beispiel verdeutlichen, warum das wirklich ein Vorteil ist. Überlegt euch mal eine Familie, 4 Personen, jeder hat ein Handy, jeder hat eine Kamera. Man geht in Urlaub, es werden viele Fotos gemacht. Jeder hat ein eigenes Gerät und dann wird angefangen, irgendwie diese Bilder zu speichern. Jetzt seid mal ganz ehrlich, das funktioniert nie, dass die ordentlich auf einer Festplatte sortiert werden. Da müsste ja jeder von den 4 Personen mal die Festplatte in der Hand haben, ordentlich sortiert sein Zeug da drauf legen. Dann muss diese Festplatte ja auch wieder gesichert werden. Das wird in der Praxis nie funktionieren. Und da hilft eben so ein NAS, denn es werden einfach alle 4 Personen mit ihren Geräten, auch Tablets zum Beispiel oder Handys, kann man problemlos anbinden an ein NAS, an dieses Gerät angeschlossen und müssen dort in einem vordefinierten Ordner halt ihre Bilder sortieren. Und da kann man dann sagen, Urlaub 2017, sagen wir mal Rom und von allen 4 Geräten werden in diesen Ordner die Bilder gespeichert. Dadurch haben alle anderen Zugriff auf die Bilder und das NAS kümmert sich selbstständig um die Sicherung dieser Bilder. Das wäre auch der nächste Vorteil. Wir reden hier von einer redundanten Sicherung. Im Regelfall richtet man ein RAID ein in so einem NAS. Das hört sich jetzt kompliziert an, schauen wir aber in den nächsten Videos noch, wie das funktioniert. Und dieses RAID sorgt dafür, dass die Daten immer doppelt vorgehalten werden. Ihr habt vorhin mein NAS gesehen, 4 Einschubschächte, jeweils eine 4 TB-Platte drin. 4 Terabyte mal 4 sind 16 Terabyte. Ich habe ein RAID 5, da fällt mir eine Platte weg. Ich habe also 12 Terabyte oder ca. 11 sind es dann am Ende noch für meine Speicherungen zur Verfügung. Und die Platte, die mir wegfällt, die wird für die Sicherung genutzt. Bei RAID 5 sind das Paritätsinformationen, die da abgelegt werden. Sollte jetzt also eine der Platten ausfallen, wird das NAS mir das wahrscheinlich mit lautem Getöse deutlich machen. Ich kann mir einfach eine neue Platte kaufen, schiebe die rein und das NAS wird vollautomatisiert den RAID wieder aufbauen. Das heißt, die Dateien wieder rumkopieren, sodass wieder alle Dateien doppelt vorhanden sind. Zugriff von mehreren Geräten habe ich ja gerade schon erläutert. Zugriff vom gesamten Netzwerk, das heißt jeder, der sich bei euch ins WLAN einloggt oder jeder, der mit Kabel an eurem Router verbunden ist, kann theoretisch darauf zugreifen, ist natürlich passwortgeschützt. Das NAS an sich ist über USB erweiterbar. Ihr habt ja vorhin in dem Bild gesehen, dass es eine USB-Buchse hat und die Sicherung kann auch automatisiert gemacht werden. Es ist zwar redundant, das habe ich ja schon gesagt, aber man darf nicht vergessen, zur Sicherung gehört auch, dass man Versionen hat. Jetzt stellt euch mal den Fall vor, jemand löscht aus einer Word-Datei irgendwas raus oder bleiben wir bei den Bildern. Es wird ein Bild versehentlich gelöscht und da hilft natürlich der redundante RAID auch nichts mehr. Wenn das Bild gelöscht ist, ist natürlich auch die Löschung sofort gespiegelt. Es geht bei diesem RAID eher um Hardwareausfall. Deshalb kann man an diese USB-Buchse einfach eine externe Festplatte anklemmen und im NAS einstellen, dass einmal am Tag oder einmal die Woche alle Dateien gesichert werden und dort auch eben Versionen angelegt werden. Wenn jetzt einer versehentlich ein Bild löscht, dann ist das immer noch auf der Sicherungsplatte da und kann ganz einfach wieder hergestellt werden.
werden. Und der nächste Vorteil ist natürlich, dass man viel Speicherplatz hat. Geräte wie Handys zum Beispiel ja doch sehr eingeschränkt sind, was Speicherplatz angeht. Oder jetzt mit den SSDs müsste man viel Geld ausgeben für Speicherplatz. Mit so einem NAS hat man da keine Limits. Was für Folgen ergeben sich denn jetzt aus den Vorteilen? Naja, die USB-Sicherungsfestplatte wird überflüssig. Da bin ich mir fast sicher, die hat jeder bei euch im Haushalt. Wenn ihr euch jetzt ein NAS anschafft, dann einfach die Platte ans NAS anhängen und dort, wie ich es gerade beschrieben habe, die Sicherung automatisiert machen, aber nicht mehr die Festplatte an sich für Sicherungen am PC verwenden. Automatisierung der Sicherung, wie gesagt, da muss man sich um nichts mehr kümmern und es ist auch keine Sicherungssoftware irgendwie auf dem PC notwendig. Es ist überhaupt generell für ein NAS gar keine Zusatzsoftware nötig. Wenn ich jetzt euer Interesse an einem NAS geweckt habe, wäre es natürlich toll, wenn ihr die weiteren Videos noch anschaut. Dort werde ich erklären, wie man so ein NAS in Betrieb nimmt, wie man die Festplatten einbaut und wie man sich dann eben diese Sicherung einrichtet.